So, Leute, wir haben wieder ein paar Sachen bestellt. Ihr wisst, beste Supplemente, Boomer E10, 10% sparen. Was haben wir alles? Natürlich sowas wie Shaker, Leute, ihr kennt selber, der Verschleiß an Shakern. Wenn dort der Eiweißshake zu lange stehen gelassen wurde, kann katastrophale Ausmaße annehmen. Deswegen davon ein paar. Vegane Omega-3, super wichtig. Fokussier. Ja, fürs Verhältnis zu Omega-6 natürlich, aber auch entzündungshemmend fürs Gehirn. Für die Aufnahme auch von anderen Vitaminen und ja, mega wichtig, dazu achten, dass ihr vernünftig Omega-3 abdeckt. OBC auch so als Anti-Aging, auch für die Haut super wichtig und auch für das Herz-Kreislauf-System sehr, sehr gut und ein starkes Antioxidant, kämpft also auch gegen freie Radikale und gegen Dinge, die wir nicht im Körper haben wollen. Dann auch eins meiner absoluten Lieblingsprodukte, Enzymkomplexe, ja, für die verbesserte Zersetzung der Nährstoffe im Körper. Merke ich gerade auch, wenn ich viele Kohlenhydrate esse. Dann kommt mir das immer sehr zugute, nehme ich immer zu den Mahlzeiten bzw. etwas vor den Mahlzeiten ein. Selen, auch ein sehr, sehr wichtiger Stoff, der oft unterschätzt wird. In anderen Ländern wird der Boden schon mit Selen angereichert, ja, gerade schon in den Nachbarländern zum Teil. Deutschland ist da wieder super weit hinterher. Ja. Und ist schwer über die Ernährung gut abzudecken. Man sagt zum Beispiel Paranüsse, aber bei Paranüsse sind zu viele Schwankungen. Das heißt, ihr könnt Glück haben, dass eine Paranuss schon den Selenbedarf abdecken kann. Kann aber auch sein, dass ihr 3-4 essen müsst. Wenn die 3-4 aber zu hoch sind, dann habt ihr schon wieder viel zu viel Selen. Von daher das als Kapsel auch ein sehr, sehr wichtiger Stoff. Dann hier den Adaptogenkomplex, ja, auch gegen Stress, für Entspannung, für Anpassungsfähigkeit des Körpers. Hier Corticontrol, also Cortisol, wisst ihr alle, dass das Stresshormon ist. Kann ich auch nur empfehlen, nehme ich auch sehr, sehr, sehr gerne ein, gerade auch in stressigen Phasen. Solltet ihr aber auch täglich einnehmen. Und vor allen Dingen auch über einen längeren Zeitraum. Ja, nicht nur einmalig, sondern am besten ja, regelmäßig, finde ich, habe ich das Gefühl, habe ich die beste Wirkung davon. Ja, dann natürlich Magnesium, Leute, auch ein super wichtiges Mineral, gerade auch für die Sportler sowieso, aber auch für, hier steht es auch nochmal drauf, fürs Nervensystem, gegen Müdigkeit und Erschöpfung, fürs Elektrolytegleichgewicht, auch fürs Herz, für Stoffwechselfunktion, für Muskelfunktion. Ja, Magnesium auch häufig ein Mangel bei vielen Leuten und gerade Sportler sollten dafür sehr drauf achten. Jetzt im Winter bei mir auch wieder hochdosiert Vitamin C, nehme ich dann gerne vorbeugend etwas höher. Da gibt es auch ganz interessante Berichte oder Studien schon zu, wo Leute schon ja, Vitamin C höher dosiert haben, was das mit Vorteilen vor sich hergeht. Aber auch hier, wir sind nicht wie andere Supplementhersteller, nehmt 10 Kapseln, obwohl hinten ein oder zwei draufsteht, eine. Ja, guckt euch da selber, informiert euch selber, wie ihr das nehmen wollt. Ja, und genau, das ist ja nur meine Meinung. Pico 2, auch geil vorm Training. Vitalpilz-Komplex, da nehme ich auch sehr gern für die Vitalität und für die Leistungssteigerung. Dann natürlich ERAs, bei mir aktuell voll auf Cola kleben geblieben, feiere ich mega, gerade mit dem Blackberry Kreatin sehr geil. Und Beta-Alanin, natürlich bei mir auch täglich drin. Dann haben wir auch noch Omega-3. Genau, wie gesagt, das auch immer im Kühlschrank lagern am besten und könnt ihr auch schon super mit Vitamin D zusammen einnehmen, jetzt gerade im Winter, wo ihr weniger Vitamin D abbekommt. Vitamin D ist fettlöslich, ja, also ich merke mir das immer, Edeka, Vitamin D, E, K, A, die sind fettlöslich und von daher am besten mit einer Fettquelle zusammen einnehmen. Und ja, das war's auch schon, kleine Bestellung, paar Sachen wieder aufgefüllt, ein paar haben wir noch da und ja, das werde ich jetzt mal einsortieren.